Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute wieder aus dem Paradies. Wir haben Montagmorgen in Thailand. Und es ist einfach nur wunderschön. Könnte man schöner aufwachen als bei so einem Sonnenschein. Und mit der Möglichkeit zum Trainieren. Darum machen wir das jetzt gerade. Es ist ganz häufig angefragt worden, ob ich ein Video für Arm mache. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber das habe ich wirklich noch nie gemacht, glaube ich. Ich glaube, Rücken auch nicht wirklich. Und darum machen wir jetzt mal ein Armvideo. Hier hinter mir seht ihr eine riesige Couch. Und ich dachte, wir nehmen genau die, weil das haben ihr alle zu Hause. Ihr könnt auch einen Stuhl verwenden oder das Bett, das spielt absolut keine Rolle. Ihr braucht einfach eine leichte Erhöhung, auch wenn ihr draußen seid, ein Mäuerchen oder so, lange davor. Also, wir starten gerade mal mit der ersten Übung. Und zwar machen wir immer 10 Wiederholungen. Und wir machen aber jede Übung 3 Mal. Okay? Jetzt was ihr ein bisschen aufpassen, wenn es hier so ein Polster hat. Das mögen nicht alle so verleiden mit dem Handgelenk. Also ihr könnt auch schauen, dass ihr hier auf einer harten Unterlage seid. Das geht sicher ein bisschen besser. Oder dass ihr etwas Herz drauf legt. Also wir starten zuerst einmal mit Liegestützen, die erhöht sind. Ihr könnt für das in eine Liegestützposition kommen. Wir kommen mit der Brust hier auf die Kante und wieder hoch. Wenn ihr Mühe habt mit dem, nehmt ein Bein führen und helft mit dem Bein ein bisschen mit. Also, wie gesagt, wir gehen auf 10 Wiederholungen, für die anspannen und wir lassen los. Genau. Brust auf die Kante, Ellbogen sind näher am Körper. 4, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Jetzt kommen wir für die nächste. Wir machen dann die nachher nochmal. Wir machen insgesamt 5 Übungen. All durch und dann nochmal von vorne. Ich stütze mich jetzt hier den Kanten ab, weil die tut ja weh mit dem Polster. Wir kommen auf den Trizeps. Und zwar ist der Winkelarm, den wir alle nicht wollen. Ich sehe, ich bin hüftbereit mit den Händen. Die Füße könnt ihr strecken oder beugen. Der Bogen ist einfacher, ist also euch überlassen. Und von hier aus kratzen wir wieder den Rücken kratzen, hin und kommen wieder hoch. Schauen, dass ihr nicht absitzt. Gut. Und los. Ellbogen gehen nach hinten und nicht nach außen. 3, 4, 5. Brust draussen lassen. 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Oh. Dann kommen wir wieder zur Seite an. Wir kommen das mal in einen Plank. Auch hier. Fülle tief. Die Daumen nehmen wir hoch. Und jetzt schaffen wir hier hinten und führen. Hinten, führen. Genau, wir fangen jetzt an und los. 3, 4, 5, Füße bleiben tief, 3, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Ganz wichtig, wenn ihr gerade keine Erhöhung in der Nähe habt, ihr könnt das alles auch am Boden machen. He? Wir kommen zu der nächsten. Gebt euch Sorgen. Wir kommen mit den Knien aufs Sofa und mit den Händen am Boden. Also, kommen genug weit vorne, dass ihr mit dem Kopf zwischen den Händen den Boden berühren könnt. Ich zeige euch schnell. Füße kommt hoch und ihr kommt hier dazwischen runter. Okay? Also, wir starten jetzt. 1, Schultern, 2, 3, 4, 5, Füße in die Luft tun, 6, genau, 7, 8, 9 und 10. Gut. Kommen wir noch zu der letzten von dieser Runde. Und zwar kommen wir parallel in einem Plank.
eine Hand zur Seite aus. Also so. Strecken, strecken. Gut. Und los. Eins. Auch hier können wir problemlos am Boden machen. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und wir fangen wieder von vorne an, wir gehen gerade in die Liegestützposition und machen weiter. 1, 3, 4, 6, 7, denken das Bein, wenn ihr es braucht, 8, 9, 10, wird schon strenger. Wird schon strenger. Gut. Und los. Zwei. Probiert so tief runter wie möglich und der Rücken bleibt hinten. Fünf. Die brennt meistens recht. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Gut. Dann haben wir eine Plank, wo wir von vorne nach hinten kommen. Right. Und los. Zwei. Vier. Genau, mit den Augen runter schauen. Sieben. Acht. Neun. Und noch eine. Wir kommen mit dem Vögel hoch. Knie aufs Polster. Und. Oh, eine Muckenkolonie hier. Und mit den Händen tief. Und los. Zack. Vögel hoch. Drei. Vier. Sieben. Acht. Gut. Dann die letzte von dieser Runde. Kommen wir nochmal in den Plank. Können wir das schaffen? Noch die letzte Runde, 50 Wiederholungen. Und dann haben wir es. Also, nochmal alle Kraft in die Arme denken. Gut. Und los. Füße führen. Schultern und Trizeps. He? Völlig normal. Und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow! Puh. Wir kommen. Hey, wisst ihr eigentlich, wie gerne dass ich euch habe? Das ist eine Mucke Familie auf diesem geilen Sofa. Aber für euch stört sich mich auch in Mucke. Ich könnte mir einen Kommentar da lassen, wenn ihr es heiligen Weg. Deutsche Sprache. Wenn es schätzt, dass ich mich in der Mucke für euch tummle. Auch wenn es nur ein Mucken-Emoji ist. Ich würde mich darüber freuen. Gut. Wir kommen im Plank. Für und zurück. Ein. Zwei.
nicht mit den Beinen schiessen, arbeitet mit den Armen. 7, 8, 9, 10. Wir kommen über Kopf. Ich möchte euch noch zeigen, ihr könnt nach wie vor mit den Füßen hier drauf. Ich werde einfach schnell allen anderen zeigen, wenn ihr es machen müsst. Und darum komme ich jetzt für 10 Wiederholungen nicht hier. Und zwar können wir da andersrum. Einfach so. He? Gut. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Dann haben wir noch die letzte. Parallel. Fülle tief, Bauch anspannen und los. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hey, super. Wir haben 150 Wiederholungen gemacht, wenn das mal keine schöne Ernte gibt. Danke euch vielmals fürs Mitmachen. Das waren nur 11 Minuten, bald 12. Ich finde, das könnte man öfters in ein Workout einbauen. Was meint ihr? Wir können es auch mal im Gym machen. Da gibt es ja auch diese Bank. Also, ich wünsche euch viel Spass damit. Eine wunderbare Zeit. Ich geniesse jetzt noch ein bisschen meine Ferien. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!